Es ist schon wieder fast dunkel und ich filme draußen und rede gerade in die Kamera. Es ist sehr unangenehm immer noch, aber ich finde, heute ist es schon ein bisschen besser als gestern. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gar keine andere Wahl habe, weil zu Hause kann ich nicht filmen, da mein Freund da ist und ich das Ganze ja geheim halte. Das lässt auch zu wünschen übrig. Ich stehe gerade unter einer einsamen Straßenlaterne. Gut. Ich halte mich mal ganz schnell. Ich glaube, der heutige Vlog wird nicht so Bombe. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt den ganzen Tag mit meinen Thumbnails auseinandergesetzt, wie ich die bearbeite und habe nach einer klaren Linie und Struktur und Form gesucht. Ich glaube, die habe ich jetzt gefunden. Es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Jetzt gilt es für mich nur noch, das Thumbnail an die Videos anzupassen oder andersrum. Ich finde, als ich heute meine Videos angeguckt habe, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit der Bearbeitung, ich bin nicht zufrieden mit dem Schnitt, ich bin nicht zufrieden mit der Qualität. Ich versuche mich trotzdem davon zu lösen, weil am Ende, ich habe halt einfach nicht mehr Kapazitäten und ich mache das Ganze zum ersten Mal. Das bedeutet, ich muss mir auch einfach Zeit geben. Das ist so mein Ziel. Dass, wenn man auf das Thumbnail klickt, dass es dann gar keinen großen Unterschied mehr gibt vom Thumbnail zum Video. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass das Ganze einen roten Faden hat. Ich persönlich mag das nämlich überhaupt nicht, wenn ich richtig tolle Thumbnails sehe und dann auf das Video klicke und irgendwie sieht das ganz anders aus. Vielleicht ist es auch doof und überperfektionistisch, aber das ist eben mein Anspruch an mich. Was soll ich machen? So ist es. Oh. Also jetzt mal bis auf das Licht hier, ne? Das ist natürlich sehr schlecht so und ich stehe die ganze Zeit sehr gekrümmt da. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz hübsch aus, oder? Also, der Hintergrund ist halt der Hammer. Ja. Okay. Was gibt's noch zu erzählen? Ja. Nee, also ich glaube, dieses Thumbnail-Ding und Video-Ding ist eigentlich für mich gerade das größte Thema. Ich habe echt den ganzen Tag zugebracht, Thumbnails zu designen, in Anführungsstrichen. Habe alte Fotos ausgekramt, ich habe früher sehr gerne fotografiert und mich irgendwie in der Fotografie einfach sehr ausgelebt und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und das war so mein kreativer Output und das habe ich mir heute so ein bisschen zurückgeholt und ja. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Darauf bin ich auch sehr stolz. Ja, und jetzt gilt es halt einfach nur, die Videos genauso schön zu machen, wie die Thumbnails auch. Mein Videobearbeitungsprogramm stürzt halt regelmäßig ab. Das ist total nervig. Ich weiß nicht, was ich da machen kann. Das heißt immer, es ist kein Speicher da. Dann lösche ich immer alle Videos, die ich besitze. Und dann ist immer noch kein Speicher da. Und dann geht es auf einmal wieder und dann wieder nicht. Und das nervt und es bricht immer ab und das funktioniert sehr, sehr, sehr langsam. Das heißt, allgemein Schneiden ist für mich, auch wenn es mir super viel Spaß macht, aber es ist ein großes Problem, es ist einfach nervig. Aber gut, das werde ich jetzt erstmal nicht ändern können. Das Einzige, was ich ändern kann, ist, dass ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe. Und versuche, eine neue Linie für mich zu finden. Ich finde auch meine Bearbeitung finde ich ein bisschen zu krass in den Videos. Und auch mit Beleuchtung und so. Ich habe das irgendwie noch nicht raus,
Ich muss da noch ein bisschen rumsuchen, bis ich das Passende für mich gefunden habe. Wie gesagt, im optimalen Fall hat das auch noch einen roten Faden zu den Thumbnails. Und ja, genau. Ich habe ja noch 24 Tage. Nee, stimmt nicht. Heute ist Vlogmas Tag Nummer 3. Alter Falter, 3 Tage. Das ist der Moment, an dem ich mir mal auf die Schulter klopfen darf, weil ich habe jetzt schon 3 Vlogs gefilmt. Ja, ist cool. Und wie gesagt, ich bin optimistisch. Das wird bestimmt von Tag zu Tag besser. Ja, ich werde mich einfach weiterhin ein bisschen ausprobieren. Und was ich jetzt noch mache, das weiß ich nicht genau. Ich nehme euch jetzt noch mal ein bisschen hier mit durch die Gegend. Es ist wirklich wunderschön. Und es hat heute Nacht geschneit, falls man das sieht. Man das? Ich zeige euch das gleich mal ein bisschen genauer. Aber es hat geschneit heute Nacht. Und es ist gerade wunderschön. Es ist hier gerade alles voller Schnee, direkt am Wasser. Ja, und dann muss ich noch einkaufen, was kochen. Mein Freund ist krank geworden, das heißt, ich mache heute ein bisschen Pflege-Action. Das heißt auch, dass es gut sein kann, dass dieser Vlog ein wenig kürzer wird. Aber das macht nichts. Ich habe Zeit, mich ein bisschen auszuprobieren in der Bearbeitung und im Schnitt. Und genau, da kommen Menschen. Ich höre jetzt auf. Bis später.